Wir wollen die Driftgeschwindigkeit von Ionen im elektrischen Feld ausrechnen. Aus den tabellierten Ionenleitfähigkeiten berechnen wir zunächst die Ionenbeweglichkeiten, indem wir durch die Faraday-Konstante dividieren. Für das Lithium-Ion erhalten wir eine Beweglichkeit von 0,000401 cm² pro Voltsekunde. Für das Chlorid-Ion einen deutlich höheren Wert von 0,000792 cm² pro Voltsekunde. Die Geschwindigkeit erhalten wir, wenn wir die Beweglichkeit mit der Feldstärke multiplizieren. Wir haben eine Feldstärke von 1 Volt pro Zentimeter. Das bedeutet, das Lithium-Ion bewegt sich mit 0,0004 cm pro Sekunde oder 1,4 cm pro Stunde. Das Chlorid-Ion ist fast doppelt so schnell mit 2,85 cm pro Stunde. Die Überführungszahlen können wir ebenfalls einfach berechnen, indem wir die Ionenleitfähigkeit durch die Gesamtleitfähigkeit dividieren. Wir erhalten dann entsprechend 0,336 für die Überführungszahl der Kationen und 0,664 für die Überführungszahl der Anionen. Ein Drittel des Stroms werden durch die Kationen transportiert, zwei Drittel des Stroms durch die Anionen.